Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Ja, wir haben uns mit den Ratten angelegt. Es ist für uns Gott sei Dank nicht tödlich ausgegangen und irgendwie sehe ich hier gerade. Schattenherz raucht. Warum? Was hast du für ein Bann? Geheimer? Kritischer Treffer. Ah, okay. Na denn. Ja, es tut mir leid um den Zerbel, der sich hier als Ratte versteckt hat, aber wir werden trotzdem noch mal hier mit dem Dämon reden, weil irgendwie ja, Käfer bleibt wieder unten. Ich könnte jetzt hier hochlaufen, habe ich aber ehrlich gesagt gar keine Lust zu. Weil der Käfer ja doch wieder da bleibt, wo er will. So, wo muss ich hin? Ich muss nach Osten. Und dann quatsche ich mal mit dem Teufel, mal gucken, was der. Was der dazu sagt. So, kommen wir alle ran auf den Meter. Da kommt ihr nicht hin. Ja. Wir könnten jetzt auch springen, aber der Käfer will, der steht wieder im Weg. Sag mal, Maus. Ja, hey, kommt her, hier, kommt. Nö. Komm, ich mach mal den Hupfer. Auf geht's. So, und jetzt bitte mal alle mitkommen hier. So, wir reden mal mit Yogi. Hallo Yogi. Ich speichere und dann erzählen wir uns mal tolle Geschichten. Wait. Quiet. Quiet. It's gone. The song is gone. The contract is completed. Ihr seid frei zu gehen, wie es scheint. Ich hatte Glück, dass ihr aufgetaucht. Ihr hattet Glück, dass ich aufgetaucht bin. Ihr schuldet mir was. Es gab einen letzten Justiziar. Der ist jetzt tot. Raphael hat ihm geholfen, sich vor euch zu verstecken. Das finde ich wiederum cool, Petze spielen. Here I am, Yergir, tongue and all. Precisely on time for a lesson in semantics. Devil's in the details, you see. Der Teufel steckt im Detail. Are in the fine print. You were to fulfill the deal. Nowhere does it stipulate you could subcontract the last kill to the first adventurer's party that came trotting along. In short, you're in breach of contract, my friend. Oh dear.
back to the hells with what we agreed. I have you now, Raphael. Pay the debt, and I will make this quick. Consider your position. You are about to forfeit what reputation you have left. Keine Verträge, kein Ruhm, keine Macht. Ihr seid dann nur noch ein Haufen Exkremente. You'll be a streak of excrement. Even lemurs will slither away from. Unless, of course, you consider instead my infinite mercy. A new contract. A chance to balance the books. Not to mention a welcome change of scenery. Bastard! Fine. On one condition. No more songs. What's a contract without whimsy, I say? But fine. No more songs. Now, off to the House of Hope for cocktails and canapes. And a brand new signature on a brand new deal. But first, it would be only befitting if you reward your subcontractor. The greater reward for the greater hunter. Anything I leave behind is yours. Pick over it however you like. Ich will auch so eine Macht. How dare you talk to me after what you've done? Now the Orthon's free to traipse back to the hells, and I'm left with nothing. No information about my scars, no leads on where to turn now, and no idea why I'm wasting my time with you. Ihr sollt nicht überreden, wir finden einen anderen Weg, euren Namen zu entschlüsseln. Overreacting? After what you took from me? By chance to know what Cazador did to me? What his plan for me? You had a chance to do the right thing. And you chose a devil over me. Sonst wärt ihr wärt sonst ein Sklave dieses Teufels geworden. Komm, sei lieb. Oh, 14. Ich hätte gerne einen Bonus dazu, weil es uns wichtig ist. Sehr schön. Ich glaube, der ist sauer. Bitte noch einmal. That's the last one. The inner sanctum is within reach now. Ja, das Astarion ist offensichtlich kleine beleidigte Leberwurst. Made of corpses. Disgusting and uncomfortable. Okay. Sei doch nicht so, das ist doch alles gut. Tine Wittler hätte es jetzt auch nicht besser hingekriegt. Göttliche Führung ist vorbei. Ja, dann würde ich sagen, wenn Astarion nicht mehr mitspielt, das war schade, weil der war nämlich ein ganz praktischer Türenöffner. Was habe ich jetzt? Stark überladen? Oh. Heißt das, ich habe den ganzen Kram von Dings mitgekriegt, oder was?
Ja, irgendwie ist das schade, dass er weg ist. Weidenkorb. Warum bin ich denn so heavy überladen? Ja, das denke ich mal, das werden wir nochmal rückgängig machen. Ich würde nämlich auf Astarion ungerne verzichten. Er hätte auf Gale verzichtet. Mit Verlaub, es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich würde mal, ich stelle mich erstmal hier hinten, ich speichere erstmal. Guck mal, die qualmt auf dem letzten Loch und die andere ist überladen. Und mein Käfer, der kann nichts tragen. Ja, ich würde an der Stelle mal einen Cut machen, würde tatsächlich einmal speichern, einmal neu laden. Oder ins Lager und einen anderen Charakter holen. Wer weiß, mit dem Hexer könnte man auch noch kämpfen. Aber Astarion hatte schon, wie gesagt, Fallen entschärfen, finden und so weiter. Das hatte schon echt Style. Ja, an dieser Stelle mache ich erstmal einen Cut, beziehungsweise... ja, ich weiß nicht, ich bin so unernst. Eigentlich würde ich das auch gerne konsequent weiterziehen, aber... Wir schauen mal. Ist eine kurze Episode heute. Ich sag erstmal, bis denn.